Willkommen zu der Street Food Tour in Snemani in Kurdistan. Wir befinden uns gerade auf der Eisstraße. Auf Kurdisch heißt es Sahorlaka. Heute werden wir Street Food essen. Mit dabei mein Cousin Dr. Siver. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Ich würde sagen, wir fangen an. Du bist Italien? Ich habe extra nichts gegessen den ganzen Tag, nur für dieses Video. Wir fangen an mit einem simplen Sandwich. Hier an diesem Stand gibt es verschiedene Sandwiches, verschiedene Fleischsorten. Hier kann man Leber-Sandwich essen, Hähnchen-Sandwich, Lammfleisch-Sandwich. Also es ist im Prinzip das kurdische Subway. Das Orange. Hier hat man sehr viele verschiedene Zutaten. Man kann sich aussuchen, wie man sein Sandwich haben möchte. Schaza, schaza. Perfekt. Schaza. Also sagst du, es ist eine 10 von 10? Ja, ist gut. Thomas. Perfekt. Okay, jetzt probiere ich das Leber-Sandwich. Sieht sehr frisch aus. Ja. Schmeckt wirklich sehr, sehr frisch. Und sehr, sehr lecker. Das Gute an Streetfood ist, es wird vor deinen Augen gemacht. Das heißt, hier ist gar nichts dreckig. Alles wird frisch zubereitet. Erste Sahne. Die Straße ist lang. Wir werden jetzt weitergehen. Die Straße geht bis ganz weit oben. Jetzt werden wir einen kleinen Snack essen. Das sind, glaube ich, so große Bohnen. Weißt du, was ich meine? Und die werden so gewürzt. Die werden geflavored mit so vielen Gewürzen. Hier haben wir die Bohnen. Boah, schaut euch das mal an. So sehen die normalerweise aus. Aber dadurch, dass es gewürzt ist, werden die dann so rot. Weißt du, was ich meine? Das probieren wir jetzt. Boah, diese Würzung ist so lecker. Mmh, really nice flavor. Da ist auf jeden Fall Zitrone drin. Granatapfelsoße. Ein bisschen Salz hat er auch drauf gemacht. Ein geiler Snack für zwischendurch. What do you think, Dr. Steven? So, teilweise. Also das ist für uns wie Popcorn. Wir essen das wie Popcorn. Ich kann euch empfehlen, es lieber mit Gabel zu essen, sonst werden eure Hände dreckig. Genau so. Genau so stelle ich mir einen guten Snack vor. Auf geht's zum nächsten Stand. So, meine Damen und Herren, jetzt werden wir Street Pasta essen. Hinter mir ist ein Stand, der verkauft Pasta. Der haut die Pasta in eine Pfanne, macht da verschiedene Soßen und Zutaten rein. Und das werden wir jetzt probieren. Ich bin echt gespannt. Ich habe noch nie in meinem Leben Street Pasta gegessen. Das ist mein erstes Mal. Aber ihr wisst, alles hat sein erstes Mal, meine Damen und Herren. Weißt du, was ich meine? Gechillt, bra, gechillt. So, ich habe jetzt eine Alfredo-Pasta bestellt. Ich bin gespannt. Ich habe noch nie Pasta auf der Straße gegessen. So, unsere Pasta ist jetzt fertig. This is our pasta. Thank you very much, brother. Das ist kurdische Street-Pasta. Jetzt kommt der Moment. You like it? Meine Damen und Herren, das ist eine leckere Alfredo-Pasta. Dafür, dass er so wenig Mittel hat und dass es nur ein Stand ist, es ist wirklich astrein. Das Chicken ist ein bisschen zäh, aber ansonsten schmecken die Nudeln und die Soße wirklich sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spot. Jetzt ist es Zeit für einen Drink, weil wir sind durstig geworden. What we gonna do? Jetzt ist es Zeit für kurdische Ayran. Schaut euch mal an, wie schön das aussieht. Ziemlich kulturell. Und da sind jetzt irgendwelche Gewürze, die macht er jetzt rein. Nusret, gechillt, Stavibra, der kurdische Andrew Tate. Wir haben bezahlt, deswegen machen wir auch alles rein. So. Ja. Wow.
Das ist die frischeste Erfrischung, die ich je in meinem Leben hatte. Schmeckt ganz anders als normaler Ayran, aber liegt wahrscheinlich auch an diesen Gewürzen, die wir reingemacht haben. Aber ist echt geil, eine einmalige Sache. Ist dann auch so, ne? Ich habe einfach einen Zuschauer hier gefunden. Stavibra. Ich habe ein Video gesehen, dass du aufhören willst mit YouTube, mach mich. Ja, in einem Jahr werde ich wahrscheinlich aufhören. Aber deine Arbeit ist voll gut, ey. Das ist einfach scheiße. Ich weiß, bra, aber man wird erwachsen, verstehst du, was ich meine? Ja. Ja gut, ich respektiere die Entscheidung, so ist nicht. Aber du machst gute Arbeit. Wie heißt du eigentlich? Ja, ich heiße Biran. Biran? Ja. Biran hat mich gefreut. Hat mich ist okay, dass du im Video bist? Ja, ja, ist kein Problem. Okay, bra. Genieß deine Reise, okay? Mach ich bis auch. Dann. Assalamu alaikum. Let's go. Forscher. Ja. Krass. Finish. Auf geht's zum nächsten Stand. Übrigens haben die hier auch einen Bücherstand. Die haben das Buch von Jackie Chan. Ach so, das ist gar nicht Jackie Chan. Maktabi ist so bei einer Wange. Jetzt befinden wir uns an einem Donutstand. Donutstände haben wir auch bei uns in Deutschland. Aber ich glaube, hier ist es ein bisschen anders. So habe ich auch noch nie in meinem Leben Donut gegessen. Er macht den Donut vor deinen Augen. Wow. Habe ich auch. Ah, ja. Wow. Ah, ein wunderschöner Donut. Sogar mit Gabel. Hier isst man die Donuts mit Gabel. Am Stande der Omanianie. Aber Bona kann halt bei Hasri Bodani. Das ist ein Rochbegak. Tschönige. Na. Und hier haben wir sogar nette Sitzplätze. Sit down, Brother. Kati Donut, Donut, so, Forscher, so. Schneide den wunderschönen kurdischen Donut, mein lieber Andrew Tate Cousin. Let's go. Wow. Boah, das sieht echt lecker aus. What did you do? Okay, eat it with your fingers. Okay. Okay? That's how we eat it in Germany. Really? Yes. Okay. Rasi, so, so, Forscher. Oh Mann, er muss gleich mich filmen und seine Finger sind so dreckig. Der wird mein Handy auseinandernehmen. Boah, ich bin echt gespannt. Oh, der Donut ist noch sehr warm und sehr weich. Mhm. Oh. Mhm. Wirklich, wirklich überraschend gut. Er hat eine bisschen andere Konsistenz als bei uns in Deutschland mit dieser geschmolzenen Schokosoße. So habe ich das noch nie gegessen. Das schmeckt echt lecker. Der Nachteil ist, man wird sehr schnell dreckig. Aber der Vorteil, es ist wie wenn du einen Nutella-Donut isst. Weißt du, ich meine? Wirklich sehr, sehr gut. Erste Sahne. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Kommt und testet den Street-Donut. Auf geht's zum nächsten Spot. Damit mein Magen sich erstmal entspannt, trinken wir eine traditionelle kurdische Suppe. Die nennt sich Nork. Das ist im Prinzip eine Kichererbsensuppe. Die ist so gelblich, weißt du, was ich meine? Und die isst man normalerweise im Winter. Das sieht sehr gut aus. Perfekt. Gechillt, bra. One Nork, please. Was meint ihr hier? Das ist Nock, meine Damen und Herren. Oh, es ist heiß. Leider sind alle Plätze besetzt, deswegen müssen wir die im Stehen essen. Let me try it first, okay? Diese Suppe kenne ich normalerweise von meiner Mama. Ich esse die heute zum ersten Mal auf der Straße. Probieren wir es mal. Mal schauen, ob es wie zu Hause schmeckt. Wow. Ich will echt keinen Eid machen, Mama, aber es schmeckt besser als bei uns zu Hause. Mmh. Ich kann den Geschmack ehrlich gesagt nicht beschreiben. Müsst ihr mal probiert haben. Wenn ihr hier seid, dann fragt einfach nach Nork. N-O-K. Okay, it's your turn. Now you can eat. Nork lagi kurda, lakhwani kurda waria, zor blau, zor zor bau. Zor zor shaza. Der Himalo Hostra. Ha? Er will nicht sagen, er hat Angst vor seiner Mama. Die Stände hier, also die meisten Stände sind wirklich sehr, sehr sauber. Da braucht ihr keine Angst zu haben, weil diese Straße ist sehr belebt. Hier kommen sehr viele Menschen essen. So, mein Cousin meinte, damit schmeckt es besser. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie damit gegessen.
Thermomtegel. Ich finde es ohne dieses Zitronenwasser besser. Jetzt macht er ein bisschen scharf rein. Jetzt ist nicht mehr viel drin, jetzt kann ich die Suppe so austrinken. Sehr, sehr geil. Das ist Rojbe. Was ist ein lustiges Spielzeug? Ich kaufe das jetzt. Das ist Rojbe. So, jetzt werden wir Istanbul-Muscheln essen. Die gibt es tatsächlich hier auf dieser Straße auch. Ich habe diese Muscheln noch nie gegessen. Ich wollte die schon immer mal essen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt wird es Zeit für Muschel-Action. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen intensiver vorgestellt, den Geschmack. Er schmeckt halt ein bisschen nach nichts, aber man schmeckt die Zitrone und den Salz heraus. Als Snack zwischendurch kann man das essen. So, jetzt ist er dran. Hey, yalla, Bicho. Alles hat sein erstes Mal. Es. Und? Khosha? Rabnia. Also kommt auf jeden Fall zu dem Muschelstand hier irgendwo auf der Grand Line, wenn ihr Muscheln essen wollt. Das ist Rojbe Gaga. So, jetzt werden wir wieder einen Nachtisch essen, und zwar Ice Cream Rolls. Einige von euch kennen das bestimmt. Auf einer Gefrierplatte kommt Bueno oder andere Süßigkeiten drauf und das gefriert dann und wird zu Eis. Der rollt das dann mit seinem Gerät. Das ist der Grund, weshalb man die Dinger Ice Cream Rolls nennt, weil man die rollt. Wie ein Jufka. Dann probieren wir mal die Bueno Ice Cream Rolls. Bismillah. Boah, das schmeckt echt gut. Ehrlich, eine 10 von 10. Ice Cream Rolls, wirklich sehr, sehr geil. Müsst ihr mal probiert haben. Du bist Chatalisch gehen hier, Matschia. Er macht immer Gabel kaputt. Ah, die ist super. عشان يا جمزر ما يخوم اتي هدي يعني وني بلي زور خوش يعني هي هو بي ماست تراي او ماست ايت يعني اوني اوكي كان مان ماخن 10 فون 10 wenn ihr wollt dass ich nächstes Jahr einen weiteren Teil drehe dann lasst einen Daumen nach oben da zu guter letzt kommt der Schwarztee تا نخو حساب كيت نخو ich würde sagen auf wiedersehen do you have any last words السلام عليكم وعليكم السلام